Ja, ich für meinen Teil habe noch ein bisschen Head in Time vorbereitet oder besser gesagt durch die Vorbereitung wieder angefangen, das Spiel zu spielen. Das ist Ja, cool. es ist ein sehr schönes Spiel. Morgen gibt es dazu natürlich mehr, aber was ich sehr interessant finde, es gibt mittlerweile da so eigene Mods dafür, wo ich mir dann gedacht habe, erstmal, what the hell? Und ja, es macht das Spiel sehr interessant, weil die sind wunderbar eingebunden und schade, dass es immer noch keinen zweiten Teil davon gibt. Aber morgen davon mehr, dazu mehr. Ansonsten. Ist Es immer geht weiter. cool. Ah, es geht weiter. Yep. I guess. Am Bildschirm sieht man noch nichts. Nee, das ist gerade nur ein kurzes Shoutout. Ich schätze, dann können wir auch kurz Infos wiederbringen. Die wichtigsten Infos natürlich. Speedcon sammelt Spenden und es gibt immer noch einige offene Incentives, die ihr euch anschauen könnt. Also reden und tippen ist sehr schwer. Okay, hier könnt ihr euch die Incentives anschauen, die noch offen sind. Alle Incentives von Anfang bis Ende sind offen, bis der Run stattfindet. Also schaut rein, wenn euch irgendein Run ins Auge springt und ihr mehr Content dazu sehen wollt. Spendet ein bisschen. Ist für eine gute Sache und ihr habt mehr coolen Content. Ansonsten von der Girlmensch-Seite. Wir haben jetzt Merch. Wir haben coole T-Shirts und andere Kleinigkeiten. Schaut rein. Wenn euch was gefällt, schnappt zu. War doch eigentlich schon ewig, oder? I guess. Hey, sieh mal. Wir haben jetzt einen Command dafür, also schaut rein. Na gut. Jetzt geht's los. Nein. Yeah, ja. Perfekt. Gut, ist dann das. Wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Ju. Ist das das, was ich sehe? Ja. Blaues Haar, rote Schuh. Ja. Sonny, kann es sein? Bist es du? Ja, wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie offiziell ist oder ob das reingemoddet ist, aber ja, wir spielen heute Skylar & Plux Adventure on Clover Island mit ein bisschen einer besonderen Konfiguration, nämlich wir haben Sonic als Hauptcharakter. Es gab ja auch ein Incentive dazu, und zwar, dass man den Skin so ein bisschen beeinflussen kann. Ach, es gab ein Incentive dazu, okay, ja, dann war das offensichtlich, dann war das offensichtlich der Skin tatsächlich. Und ja, dann spielen wir jetzt mit Sonics. mit Sonic & Plux, wohlgemerkt. Nennen wir ihn einfach Sonic. Nee, Sonic & Plux einfach. Okay. Ja, Sonic & Plux Adventure on Clover Island, offensichtlich, heute. Was ist, offensichtlich Skylar & Plux. Was ist Skylar & Plux? Es ist ein 3D-Plattformer. Und ja, was wir in diesem 3D-Plattformer unter anderem machen können, ist, man sieht es schon, wir können Bunny hoppen. Und zwar, wenn man im ersten Frame wieder abspringt, wenn man runterfällt, dann wird aus irgendeinem Grund, wenn man fällt und sich in eine Richtung bewegt, hat man so eine schräge Geschwindigkeit, ne? Und diese schräge Geschwindigkeit wird beim Wiederabsprung im allerersten Frame irgendwie als rein horizontale Geschwindigkeit genommen. Das heißt, man wird immer ein bisschen schneller, wenn man im ersten Frame abspringt. Je nachdem, wie gut Matze das gleich hinkriegt, werden wir da ein paar wirklich einfach nur lächerliche Geschwindigkeiten sehen, weil es tatsächlich kein wirkliches Cap gibt. Das heißt, man kann wirklich lächerlich schnell werden in diesem Spiel. Sofern man halt immer im allerersten Frame wieder abspringen kann. Ah, da sehen wir schon so ein bisschen was. Ja gut, es ist Sonic, also muss es ja schnell gehen. Ja, also Sonic ist durchaus sogar akkurat für diesen, für dieses Game. So, und da kommen wir jetzt bald schon in die, also wir haben hier mehrere Welten, die wir nach und nach durchgehen müssen und wir sind jetzt gerade so ein bisschen, genau, on Clover Island, das ist so ein bisschen die Hub-World und wir wollen jetzt in die erste Welt reingehen und normalerweise bräuchte man immer, wir sind hier so vor einem Tor und normalerweise bräuchte man immer so einen Orb, um das Tor zu öffnen. Witzigerweise, aus irgendeinem Grund, man kann zwar nicht durch die linke Seite von diesem Tor durchgehen, weil da eine unsichtbare Wand eingebaut wurde, aber die Entwickler waren wohl zu faul, diese unsichtbare Wand auch auf die rechte Seite der Tür einzubauen. Dementsprechend können wir da einfach durch. Du weißt, die waren zu faul, es war nur ein Vorschlag. Die linke Seite war so der Vorschlag, da geht es nicht durch.
Wenn du es aber willst, nimm die rechte Seite. Ja, so in der Richtung. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Aber nun ja. Auf jeden Fall kann man durch die rechte Hälfte der Tür einfach durchgehen, wenn man über die Tür drüber springen möchte, dann geht das auf der rechten Seite durchaus. Genau, dementsprechend sind wir jetzt in der ersten Welt und wir haben jetzt schon das Jetpack aufgesammelt. Das ist ein kleines Upgrade für den Sprung. Wobei ist es nicht nur ein Upgrade, das sind eigentlich so drei Upgrades zusammen. Zum einen können wir auf dem Boden jetzt rollen. Zum zweiten können wir eben einen Jetpack-Sprung machen, der ist eben höher als ein normaler Doppelsprung. Das heißt, wenn wir stehen, können wir einfach aus dem Stand mit dem Jetpack abspringen, dadurch relativ gut Höhe gewinnen. Und wir können in der Luft gleiten. Und da die Bunnyhops relativ präzise sind, ist es manchmal einfach schöner, wenn man seine Geschwindigkeit mit dem Jetpack einfach in der Luft hält. Weil man dabei eben auch keine Geschwindigkeit verliert. Und dementsprechend ist natürlich das Gleiten vom Jetpack sehr interessant. Falls ihr euch jetzt gerade überlegt habt, ob das vielleicht so gewollt ist mit allen Richtungen, die Motze gerade eingeschlagen hat. Manche von denen waren vielleicht nicht so gewollt. Das könnte man so als leicht out of bounds eventuell bezeichnen. Aber ja, wir haben das erste Level durch. Die erste Welt schon durch. Es gibt insgesamt drei Welten. Und danach können wir den Final Boss machen. In jeder Welt müssen wir eben eine so grüne Kugel nehmen und damit können wir dann das Tor zum letzten Bossfight öffnen. Genau, Welt 2 ist so ein bisschen länger als Welt 1. Da kann man nicht so viel mit Out of Bounds machen, wobei man hier schon ganz gut sieht, wie man das Jetpack abusen kann. Und hier werden wir sehr viel gleiten und sehr viel eben im Jetpack-Action sehen. Da sieht man schon, wie es mit Bunnyhopping einfach abgeht. So schnell sollte man nicht unterwegs sein. Ich habe übrigens jetzt mal funfactweise mal nachgeschaut, was die Skins gibt. Also ich weiß immer noch nicht 100%, wie. Ich denke mal, du musst dann auf jeden Fall das extern einfügen. Es gibt noch einen Samus Aran-Skin dazu. Oh, nice. Wäre auch lustig gewesen. Ja, wäre mit dem Rollen gar nicht so schlecht. Was man, by the way, gerade auch gesehen hat, es gab gerade so eine kleine Cutscene und Mats ist einfach in der Cutscene weitergelaufen. Eigentlich ist es nur in einer einzigen Cutscene möglich, dass der Charakter sich weiter bewegen kann. Aus irgendeinem Grund, also in allen anderen Cutscenes wird der Charakter gelockt, wird Skylar gelockt. Das heißt, man kann sich da nicht weiter bewegen. Es ist jetzt aber so, dass wenn man tatsächlich auch einfach aus dem Game raustappt und wieder reintappt, wird dieser Lock auf dem Charakter aufgehoben. Das heißt, man kann sich dann noch in Cutscenes weiter bewegen. Ist sehr interessant. Nehmen Speedrunner natürlich sehr gerne mit. Der einzige Nachteil ist, was man jetzt eben auch sehen wird, man bewegt sich immer in Relation zur Kamera. Ne? Und wenn man wie jetzt gerade einfach so verschiedene Kamerawinkel in einer Cutscene hat, dann müsste man theoretisch auch sein Movement an diese verschiedenen Kamerawinkel anpassen. Was natürlich ziemlich räudig ist. Und dementsprechend ist es nicht sonderlich leicht, in allen Cutscenes tatsächlich sich zu bewegen oder sich komplett zu bewegen. Man kann immer ein Stückchen laufen in den meisten Cutscenes, aber komplett durchrennen ist da ein bisschen schwierig. Hi, Burn Eagle. Ja, bei uns ist soweit alles gut. Übrigens, der Gesichtsausdruck von dem netten Herrn, der gerade Wasser rauslief, genau. Sehe ich auch immer aus, wenn es irgendwo nach Fleisch riecht. kann ich mir vorstellen. Übrigens, woran merkt man, dass Ostern ist? Oh ja. Aber mir geht's noch nicht los. Ich wohne ja auch gegenüber von der Kirche, aber da geht auch nichts los bei mir. Nee, ich glaube, bei mir haben sie gerade so den SpongeBob-Move rausgezogen. Ich bin bereit, jederzeit. Eieiei. So, hier noch ein kleines Schiebepuzzle. Man muss, also wenn man es das erste Mal spielt, muss man eventuell ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, aber ne, wir sind Speedrunner. Eventuell hat Matze das schon ein paar Mal gemacht. Was ist Gehirn? Blei.
But the problem is with controls are tied to our camera position. So because the camera so. Lass dir gut bekommen, Bernie. It's very difficult to jump through here and because the angle changes every time. Ja, okay. Da macht's jetzt keine Risk Strats. Manchmal kann man da versuchen, in dieser Cutscene eben diese Sprungpilze da mitzunehmen, während die Cutscene läuft. Wollte sie jetzt lieber safe spielen, ist besser so. Eas Estimate gerade jetzt in 18 Minuten. Wie lange ist das Spiel eigentlich allgemein? Schwer zu sagen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel bis jetzt immer nur bei Matze gesehen. Matze ist ja auch bekannt dafür, mehr oder weniger. Gib ihr niemals einen 3D-Plattformer, der so ein bisschen kaputt sein könnte, in die Hand. Das wird nicht gut enden. Matze hat schon so ein paar 3D-Plattformer nicht nur als Speedrunner, sondern eben auch als Glitch Hunter kaputt gemacht. Dementsprechend, ja. Okay, ist es nur ein bisschen kaputt, ist es Spiel danach... Ja, okay, keine weiteren Fragen. Euer Ehren, ich verstehe. Ja, Frage beantwortet, Fall erledigt. Das war gerade die Rolle vom Jetpack. In dieser Rolle, also diese Animation der Rolle von dem Jetpack, diese Rolle vorwärts, überschreibt andere Animationen. Beispielsweise so eine, ja, ich sag mal, Staggering-Animation, die Rolle, also die man eben hätte, wenn man in die Lava reinfällt. Man würde eben diese Staggering-Animation sehen. Und danach würde man, man hätte einmal diese Staggering-Animation und nach dieser Staggering-Animation würde man einfach resettet werden. Aber man überschreibt eben mit der Rolle diese Staggering-Animation. Dementsprechend wird die nicht resettet und jetzt haben wir den Hammer-Skip, das war gut. Könnte ein bisschen schneller gehen, aber ich glaube für einen Marathon-Run kann man es mitnehmen auf dem zweiten oder dritten Versuch. Durchaus in Ordnung. Hier sind jetzt noch ein paar richtig schwere Skips. Ich weiß jetzt nicht, ob Matze den direkten Versuch machen wird. Oh ja, sie geht drauf. Und kommen wir rüber oder kommen wir nicht rüber? Ah, das ist ein wirklich harter Skip. Also man geht da eben außerhalb der Lava raus, mit der Rolle eben einmal, ist dann eben out of bounds. Und dann will man out of bounds eben rüber an eine andere Stelle des Levels fliegen. Und das ist wirklich relativ präzise, weil man, wenn man an der falschen Stelle rauskommt, man sieht nicht genau, wo man rauskommt. Wenn man ist out of bounds, man sieht die Objekte von außen nicht. Und das Problem daran ist, da man die Objekte von außen eben nicht sieht, dann muss man mehr oder weniger raten, wo man rauskommt. Dadurch ist es eben schwer auszumachen, wo man rauskommt, und wenn man an der falschen Stelle rauskommt, dann kann man sehr einfach das Gamesoft locken, deswegen muss es jetzt an der Stelle mehrmals laden. Hat jetzt auch schon einmal das Backup gemacht, ja. Genau, da geht Matze jetzt auf das Backup. Und ja, nice. Da haben wir jetzt das Backup. Ist ein bisschen langsamer, aber ein bisschen sicherer. Für einen Marathon vielleicht besser zu verwenden. Normalerweise in PB-Attempts würde man hier, wenn man es mit der normalen Strategie nicht hinkriegt, dann würde man einfach resetten und es nochmal versuchen. Der Run ist relativ kurz. Er sieht aber nicht aus wie ein Skylar oder ein Plux. Plux ist ja dabei, aber wir haben halt, wir spielen heute halt Sonic in Plux, ne? Skylar ist gerade noch im Osterurlaub. Genau. Mir jetzt ja gerade einfällt, vielleicht ist das ein bisschen zu sehr off-topic, die Frage, aber ich sehe ja diese Skips, habe ich ja jetzt bei Unreal schon öfters gesehen. Das ist allgemein eigentlich so ein Engine-Problem in Anführungsstrichen, oder so ein Engine-Ding, welche. Man kann manche Sachen der Engine zuschreiben, manche Glitches. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit der Unreal Engine nie so wirklich beschäftigt. Es gibt, also, ja, manche Sachen kann man eben Engines zuschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob solche Kollisionsabfragen generell man der Engine zuschreiben kann,
häufig sind eben solche Kollisionssachen auch einfach dem Coding geschuldet, was man innerhalb der Engine macht. Dementsprechend, ich meine, das gerade eben war ein Out of Bounds, was man hier gerade gesehen hat. Das ist deswegen ein besonderer Out of Bounds, weil da ist einfach ein Loch in der Wand. Die Wand besteht aus mehreren Felsen. Die Felsen haben jeder ein einzelnes Polygon und scheinbar war der Entwickler da nicht gut im Puzzeln und hat einfach eine Stelle offen gelassen. Oh ja, man sieht ja, das Loch schreibt ja förmlich nach, geht er durch. Ja, genau. Und da ist noch ein zweites Loch irgendwo später im Level und durch das kommen wir wieder rein. Nämlich genau hier. Das sind alles ganz normale Kollisionsabfragen. Fragt man sich aber auch dann wirklich so, hat da keiner mal nachgeguckt, ob da wirklich alles zu ist? Oder war das? Ach, das wird keiner finden. Ja, vielleicht war das wirklich, das wird keiner finden, weil es eventuell noch so eine Debug-Funktion war, die der Entwickler eben ausgenutzt hat, um da rauszukommen, keine Ahnung. Aber ja, das, wie gesagt, ich meine, es gibt ein paar Glitches, die man eindeutig in der Engine zuschreiben kann. Ich weiß jetzt eben nicht, wie das hier bei der Unreal Engine ausschaut. Wie heißt sie? Standard Bethesda Engine. Durch die Wand glitschen? Nicht nur durch die Wand glitschen, auch die Load Warps. Die sind Standard in der Bethesda Engine. dementsprechend braucht man sich auch nicht wundern, dass es in jedem einzelnen Bethesda Games Load Warps gibt. Es ist mir jetzt halt einfach nur aufgefallen, ich habe da jetzt gerade mal nach Unreal 5 und so schon mal, da ist mir das jetzt einfach so, Moment mal. Ja, also es gibt häufig so ein macht Matze das Meme? Oh ja, es gibt das Meme. My Designer's Meme. Oder? Gibt es das Miley Cyrus Meme? Selber gucken. Also mit den Wrecking Ball. Ja. Gott. Bitte kein Wrecking Ball. Ich bin froh, dass ich den Song schon nicht mehr höre. Tatsächlich in dieser Cutscene singt Plux, I came in like a wreck. Oh Gott. Da kann ich mir aber als Glitchhunter gut vorstellen. Du hast da ein Spiel und dann kommt ein Glitchhunter auch an und denkt sich so, came in like a wreck. Hey, das ist vom Game her einfach so. Ist ein Easter Egg vom Entwickler gewesen. Ernsthaft? Ja. Also der. Das ist mutig. Das haben wir einfach so eingebaut. So, wir sind beim letzten Bossfight. So. Ich finde es schade, dass wir. Gelegentlich hat Matze mal auch mal die Cutscenes gezeigt. So, bei diesem Bossfight, ich habe vorhin den Time Slowdown nicht gezeigt, also wir nicht angesprochen. Wir haben die Möglichkeit, die Zeit zu verlangsamen durch ein Item. Okay, wir haben es jetzt nicht geschafft. Es ist tatsächlich möglich, einen Boss zu one-cyclen, wenn man den Time Slowdown richtig setzt und dann eben im richtigen Rhythmus die Hits platziert. Aber so müssen wir jetzt nochmal einen zweiten Cycle machen. Das heißt, am Anfang schießt der Boss einmal solche Raketen auf dich, die kann man dann, ist schon Time. Der Boss schießt einmal solche Raketen, genau, und die kann man auf den Boss zurückwerfen, dann ist er gestunt und dann kann man dem Boss Schaden machen. Man kann ihn theoretisch One-Cycle mit dem Time-Slowdown, mit dem Time-Freeze, aber ja, in dem Fall haben wir es nicht ganz geschafft. War dann eben eine zweite Runde. Und ja, knapp unter 16 Minuten. Ganz solider Run. Ich glaube, man hat sehr schön gesehen, wie kaputt das Game ist. Und man hat, glaube ich, auch sehr gut gesehen, warum man niemals ein 3D-Plattformer an Matze geben sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, ob da irgendwelche Glitches drin sind, die Matze mitgefunden hat. Ich weiß, es gibt Ahead in Time, wurde sehr groß von Matze kaputt gemacht auch. Toy hat Matze mitgearbeitet. Das sind so ein paar andere Plattformer, die mir gerade spontan einfallen. Ich glaube sogar Darksiders 3 auch.
Wobei das nicht unbedingt ein Plattformer nur ist. Aber ja, Matze auch sehr häufig als Glitch Hunter unterwegs. Und ja, macht immer wieder Spaß, dann eben mal zu schauen, was es da so Neues gibt. Dementsprechend, ja, finde ich es immer wieder witzig. Ja, ich gucke gerade, ich habe gerade bei mir auch schon mal in Google gerade reingeguckt. DSM 18, Ahead in Time. Okay, ich gucke mir gerne mal an. Ja, der Wrecking Ball is incoming. Nee, allgemein, sehr cooler Run, sehr cooles Commentary von euch. Ich hätte nicht erwartet, dass er so schnell zu Ende wäre. Aber ich meine, wir haben als Sonic gespielt, also es macht Sinn. Ja, es, mit dem Sonic-Skin geht halt alles schneller, ne? Ja, ich meine, das ist logisch. Aber darfst du es? Ich hatte ja erwähnt, wir hätten auch Samus Aran haben können. Ja? Ja? Ja. Aber ich meine, wir wären da nicht schneller gewesen, wir hätten alles um uns herum vernichtet, während wir Grunt wären. Also... wir können froh sein, dass alles noch intakt geblieben ist. Wie man es intakt nennen möchte, oder Tiger? Wie würdest du sagen? Yeah. Ja gut, Bände sind halt auf gute Vorschläge, aber wie wir gelernt haben, geht der rechte Weg nicht nimmlich. Ich fand das großartig. Eindeutig war der Praktikant auch ein Speedrunner. So. Ja, meine Güte. Passiert. Ich meine, Morpheus hat ja auch die Wahl gelassen. Nimm die Pille oder nimm die? Hier sagen sie, nimm die Wand oder die? Nimm die Wand oder die zum Durchgehen? Genau. Die rote oder die blaue Wand? Genau. Der roten hast du eine echte. Du musst den normalen Weg gehen und wirst der Spucker sehen. Hallo Veni, willkommen zurück. Hi Veni. Hi. Siehst du den Kühlschrank von innen und wirst das Spiel um einige Minuten abkürzen.